Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together, das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. Das ist der erste Teil der Nordland-Trilogie und wie ihr im Intro schon gehört habt, bin ich diesmal nicht allein, sondern mein Freund Georg macht mit bei diesem Let's Play. Hallo. Und ja, wir sind jetzt schon im Travia-Tempel in Torval und da unten seht ihr unsere Gruppe. Genau, also wir spielen hier mit 6 selbst generierten Helden. Unsere Gruppe haben wir schon erstellt. Hat ziemlich lange gedauert. 2 Stunden. Wir sind doch einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, das ist eine tolle Gruppe, nur dass wir halt, ich habe es halt nicht mit aufgenommen, weil 2 Stunden doch ein bisschen lang gewesen wären. Ja, also die Charaktergenerierung in dem Spiel dauert ziemlich lange. Wenn man halt ein gutes Ergebnis haben will. Aber wir können einfach mal zeigen, was wir hier haben. Ja genau, stellen wir die einzelnen Gruppenmitglieder vor. Wir haben hier den Angrond, unseren Krieger. Den Angrond! Proklima, Zwergin, Frenja, das ist eine Torwallerin. Osagiel, unser Waldelf. Teleria ist eine Firnelfe. Und Taloran, unser Magier. Was diese einzelnen Charakterklassen oder Typen, was es mit denen auf sich hat, das werden wir dann später alles noch sehen. Und werden wir dann später auch noch sehen, was die einzelnen Leute hier so alles können. Okay. Und ja, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass es für mich absolut blind ist. Ich kenne das Spiel gar nicht. Und Georg hat schon durchgespielt. Genau. Also ich habe das schon in den 90er Jahren gespielt. Doch so 1-2 Jahre, nachdem es erschienen ist. Also der erste Teil jetzt, den wir hier spielen, die Schicksalsklinge, die ist 92 erschienen. Und ich habe das 95 oder so irgendwann gespielt. Also auf jeden Fall, als der zweite Teil auch schon erschienen war. Und ja, also ich habe alle 3 Teile der Nordland-Trilogie schon ein paar Mal durchgespielt und kenne mich einigermaßen damit aus. Ja. Und unser Plan, also wir werden jetzt erstmal hier das da durchspielen, mal gucken, ob es klappt. Und also wie weit wir kommen oder wann wir sterben. Ja, hoffentlich kriegen wir hier tatsächlich die ganze Nordland-Trilogie mit unserer Gruppe hier durch. Das wäre toll. Ja genau, man kann also die Gruppe mit in die anderen Teile mitnehmen. Genau, also da gibt es hier richtig, also man kann dann den Spielstand importieren und dann mit einer Gruppe alle 3 Spiele durchspielen. Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Dann betest du zu den Göttern. Aber die Götter, die machen hier nicht einfach so irgendwas umsonst. Also man kann hier ein Wunder beten und wenn man vorher halt eifrig spendet, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit. Und jede Gottheit, die es hier in DSA gibt, hat ihre eigenen Wunder. Also zum Beispiel, wenn man in einem Zartempel ist und da um Wunder betet, dann kann man Tote wieder auferstehen lassen. Ja, genau. Man kann hier, wenn man die Porträts zieht, die Aufstellung von der Gruppe ändern, was teilweise auch hilfreich ist. Also die kämpfen in der Reihenfolge dann wie? Nee, oder? Also der Kampf, den werden wir noch sehen, der funktioniert ein bisschen anders. Was müssen wir jetzt machen? Genau, also hier im Tempel können wir erstmal nicht so viel machen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal rausgehen. Das ist dieses. Das dann. Ja, genau. So, jetzt stehen wir hier auf dem Marktplatz in Torval. So. Richtungspfeil. Ja, also du kannst einfach mit dem... Also ich steuere mit der Maus. Ne, mit den Pfeiltasten. Pfeiltasten. Ah, gut. Okay. WASD gab es damals noch nicht. Keine Tastatur hatte in den 90ern. War noch nicht so verbreitet. Es kam, glaube ich, erst so mit Quake oder so. Ja, okay. Oh. Also ich gehe dann... Ach so, dann drehe ich mich so, ne? Mhm. Okay, das muss ich erstmal raffen. Ja. Orientierungslos wie immer werde ich jetzt zuerst, einfach mal... Also wir können vielleicht gerade mal gucken, was es hier so gibt. Also da oben... Dieses Fenster da mit dem Gebirge, das ist im Prinzip Tag und also die Tageszeit wird angezeigt. Wenn man draufklickt, erfährt man noch das Datum. Also es ist Erztag, was? Erztag? Der 17. Praios im Jahre 15, was auch immer, Hall ist 9 Uhr. So früh morgens. Hall ist Mittelreich. Weiß man denn jetzt, was wir überhaupt tun sollen? Nee, das wissen wir noch nicht. Aber wir gucken vielleicht gerade mal, also dieses I, da kommen wir in
Ja, da kommen wir ins Tagebuch, da erfahren wir das. Also Torval ist die Hauptstadt der Hyaldinger. Mit ca. 7000 Bewohnern ist sie eine der größten Städte Aventuriens. Hier findet ihr alles, was das Herz begehrt, wenn ihr die Zeit zum Suchen und Verhandeln habt. Ja, wir haben die Zeit der Welt. Genau, und da haben wir hier, also das LS da ist Laden und Speichern. Ja. Ich glaube, klick mal gerade auf Speichern. Ich muss mal was gucken. Ja, denn ja, im ersten Teil von der Nordland-Trilogie ist es so, dass wenn man nicht im Tempel speichert, verliert man Erfahrungspunkte. Ah, das wollen wir nicht. Was in der Karte? Ja. Ich habe noch keinen... Vorsicht, Spoiler! Oh, Spoiler. Noch kein Kartenteil gefunden. Das ist das eigentliche Tagebuch. Achso, oh, das war das Tagebuch. Geh gerade nochmal zurück in das Dings. Denn es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir hier schon mal die Soundeffekte abstellen. Also es gibt ein... Ja, also dieser Soundeffekt, wenn es halt so ein Pop-up gibt, ist ziemlich nervig. Deswegen machen wir nur dachte Musik. Ich, stellen wir die Soundeffekte ab. Auch wenn es schade ist, dass wir dann halt nicht die Soundeffekte im Kampf haben. Aber so. Gut. Wo geht's lang zu Taverne? Ja, genau. Also ich denke mir, was so eine frisch generierte Heldengruppe erstmal im Sinn hat, ist ein Heben zu gehen. Deswegen dachte ich. Aber vielleicht gucken wir uns hier einfach mal so ein bisschen um, was es so gibt. Hä? Ah, jetzt bin ich in einem anderen Tempel. Das ist ein anderer Tempel, genau. Svafnir-Tempel. Svafnir-Tempel, ja. Den brauchen wir auch noch nicht. Okay. Ja, einfach mal ein bisschen umgucken. Genau, was es hier jetzt nämlich noch gibt, da bei diesen Buttons rechts, da haben wir noch die Minimap. Können wir uns mal angucken. Wie süß. Die ist hier ganz hilfreich, weil da die Gebäudetypen angezeigt werden. Also sprich, zum Beispiel, die orangen Gebäude sind Tempel, soweit ich, ja, sind Tempel. Okay, ja, neben war ich dann gerade, ne? Ja, das hellblaue ist ein Händler, glaube ich, oder eine Herberge, ich weiß nicht genau. Jedenfalls werden hier in der Minimap die Gebäudetypen angezeigt, was man so in der 3D-Ansicht nicht so gleich sieht immer, was für Gebäude es sich handelt. Was ist das Rote? Das Rote? Ja. Das ist, glaube ich, ein Wohnhaus oder so. Und dann haben wir hier noch, also dieser Mann da mit der roten Kutte da rechts, das ist der Button, um Zauber zu sprechen. Also Zauber kann man auch außerhalb vom Kampf sprechen. Dann das da ist Lager aufschlagen. Rasten oder so. Genau, das Rasten. Und das ist auf den Markt gehen. Also wir befinden uns gerade in einem Marktgebiet. Da können wir dann auf den Markt gehen und uns aussuchen, welchen Stand wir da besuchen wollen. Das können wir gleich auch noch machen. Also wir können uns gleich noch, wir werden gleich noch unsere Gruppe ausrüsten. Und da können wir halt auch auf den Markt gehen. Oder eben zum ganz anderen, also zum normalen Händler. Ja. Aber erstmal. Besuche jemanden. Ah, ich habe die Taverne gefunden. In diesem Gasthaus sind Taverne und Hotel unter einem Dach zusammengefasst. Wollt ihr die Taverne besuchen, ein Zimmer mieten, Herberge verlassen? Und die Taverne. Ja, wir könnten jetzt hier in die Taverne gehen oder wir könnten uns draußen noch ein bisschen so in der Stadt umgucken, was es da so alles gibt. Wir können erst nochmal rausgehen, ja. Okay. Wir können einfach mal ein bisschen rumlaufen. Ich muss mich und dann wieder orientieren. Da war ich jetzt. Oh. Tagchen. Ja, die sind ja alle nicht so gastfreundlich. Ich finde die Augen immer geil, wenn die so, sich so bewegen und alles so langsam aufpoppt. Ja. Ihr wollt sich ja nicht zu mir, also raus. Ja, meistens sind hier die normalen Einwohner nicht so freundlich. Nicht sehr gastfreundlich. Aber es ist trotzdem ganz gut, wenn man hier wirklich mal so probiert, in jedes Haus reinzugehen, weil es gibt einige Sachen hier in Torval und auch in anderen Siedlungen, die nicht unbedingt... Oh, eine in Lumpen gehüllte Gestalt taucht plötzlich vor euch auf und sagt mit ersterbender Stimme: Bitte, edle Fremde, rettet mich vor dem Verhungern. Die Götter wird es euch... Die Göttin. Die Göttin wird es euch danken. Tja. Nein, nicht schon wieder. Wir geben nichts. Dieses Gold sei euer, guter Mann. Natürlich. Ja. Wir sind doch nett. Und so. Ein wissendes Grinsen huscht über das Gesicht des Mannes, als er sich urplötzlich gesundet aus dem Straßenstaub erhebt. Von irgendwas muss man ja leben.
Das mache ich demnächst auch so. Ha. Jedoch umsonst ist der Tod, sagt mein Vater immer. Möglicherweise hilft es euch, etwas zu wissen. Die Garalzons sind für Torvaler Verhältnisse unvorstellbar reich. Also wir müssen die Garalzons ausrauben. Was? Es ist vielleicht sogar möglich, ich weiß es nicht. Gut. So, das war's. Ja. Escape. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht, ich habe den Typ. Ach so, ja, ja, es ist schon hilfreich, wenn man hier so ein bisschen die einzelnen Gebäude guckt, was da drin ist, denn es gibt einige Sachen, das steht schon wieder, die nicht in der Minimap eingezeichnet sind, die gut zum Himmel weiß. Die sehen alle gleich aus. Ja, ja, ich glaube, im ersten Teil gibt es da noch nicht so viele verschiedene Grafiken. Oh, auf euer Klopfen rührt sich nichts. Wollt ihr in das Haus einbrechen? Ja, das lassen wir mal besser. Okay. Wir müssen hier nicht gleich schon auf die schiefe Bahn geraten. Okay, da kann man auch einbrechen. Ich sollte nicht ins Wasser laufen. Wie weit weiß ich denn, bis ich ins Wasser drin bin? Ich glaube, du kannst hier noch gar nicht ins Wasser laufen. Okay. Das würde gar nicht funktionieren. Ja. Oh, da haben wir eine Taverne. Drachenschiff. Das Drachenschiff. Was hier cool ist. Die Torwale sind alle blond. Mhm. Hi. Ihr betretet die Taverne. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Der Wirt mustert euch kurz, dann wendet er sich wieder einer Reihe von Krügen, Bechern und Karaffen zu, um sie gelangweilt zu sortieren. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Womit kann ich euch dienen? 6 Bier, her damit. Am besten mit ein paar Informationen. Eine Runde für alle. Ja, mit der Runde, mit der Lokalrunde kann man sich beliebt machen. Mhm. Das ist nicht verkehrt. Haben wir das Geld, um eine Runde auszugeben? Ich glaube, wir haben doch ziemlich viel Geld. Also das können wir einfach mal machen. Ja, unser Angrond sollte... Der Angrond, der hat, glaube ich, gleich mal 100 Dukaten. Also das ist schon drin. Der Wirt klopft kräftig mit einem leeren Holzbecher auf die Theke. Habt ihr gehört? Die Reisenden hier geben einen aus. Die Schankmaid eilt sofort hinter die Theke und macht sich daran, eine Reihe von Krügen und Bechern zu füllen. Das macht 20 Silbertaler. Ach, die haben wir locker. Sagt der Wirt, der sich euch wieder zugewendet hat. Keine Sorge, hier habt ihr euer Geld. Und einen für euch, guter Mann. Ah, und einen für euch, guter Mann. Okay, gut. Hab Dank. Gut zahlende Kunden wie euch weiß ich zu schätzen. Der Wirt streicht das Geld ein, hebt einen Krug in die Höhe und ruft laut in den Schankraum. Ein dreifaches Prosit auf die Spender. Die übrigen Gäste stimmen ein, Umstehende klopfen euch wohlwollend auf die Schulter und stoßen mit euch an. Ein Torvaler in Kriegsmantel, eine schwere Axt und ein Signalhorn auf der Seite betritt die Schankstube. Höret, höret, höret! Höret, höret, höret! Der Hetman Tronde Torbensen sucht Helden, die fähig und willens sind, sich auf eine gefährliche Suche zu begeben, die sie wohl ihr Leben kosten kann, deren Erfolg ihnen aber unsterblichen Ruhm und gutes Gold bringt. Sowohl Kenntnisse des Schwertes als auch der Zauberei sind vonnöten, um die Suche zu vollenden. Wer glaubt, über genügend Fertigkeiten und Mut zu verfügen, der melde sich auf schnellstem Wege beim Hetman in Torwall. Oho. Meld. Eine Frau tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Gerne, immer doch, danke. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Lingard Jandasdotter. Asdotter? Ja. Dotter. Ja, ihr stellt euch vor. Als Tochter. Ach so. Von Tochter, nicht von Eidotter. Nein. Sie erzählt ein wenig über den Ort. Das Interessanteste, was sie zu berichten weiß, ist folgendes. Die einarmige Yadra ist Hetfrau vom Bodir. Also unsere Bürgermeisterin. Genau. Ah, eine Hetfrau ist eine Bürgermeisterin. Das könnte hilfreich sein. Schreibt irgendwer das alles ins Tagebuch? Ich weiß nicht. Tja, nichts für ungut, Freunde, aber ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett, euch kennenzulernen.
sie verabschiedet sich in aller Höflichkeit und verlässt die Taverne. Ich finde es schwieriger, Großbuchstaben zu lesen. Ja, ab dem zweiten Teil gibt es dann noch Kleinbuchstaben. Noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Mag sein, dass ein paar Gäste die Kneipe verlassen haben. Genauso gut können aber auch neue Besucher hinzugekommen sein. Bei dem Lärm und dem Gedränge lässt sich das nur schwer feststellen. Wollt ihr euch weiter an der Theke vergnügen, etwas zu essen bestellen oder die Taverne verlassen? Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal die Taverne verlassen, denn wir haben ja jetzt schon einen sehr wichtigen Hinweis erhalten. Wollen wir nicht was essen? Na gut. Kann auch was essen, aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier nicht so viel Zeit verbringen, um noch Geschäfte ausgiebig besuchen zu können. Oh, als ihr nach draußen geht, wünscht euch der Wirt noch einen guten Heimweg. Warum nicht? Ihr habt 4 Silber und 2 sind Heller. Das noch? Heller. Nee, hey, der macht das alles von selbst weit. Ich weiß nicht. In diese Richtung geht es nicht weiter. Ja, Wegweise. Jetzt sind wir in einem Hafen. Also die Wegweise sind immer im Prinzip Gebietsausgänge. Achso, das wollen wir nicht. Wie gehe ich dann wieder zurück? Immer durch diesen, genau, durch den Button. So, das heißt, wir müssen diesen einen Typen finden. Wir müssen zum Hetman, genau. Zum Hetman und die Bürgermeisterin. Ja, da können wir uns dann später drum kümmern. Aber erstmal können wir uns ja hier ein bisschen noch weiter umgucken. Also Torwall ist eigentlich recht groß. Können wir erstmal ein bisschen umgucken, sodass das Ganze auch auf der Minimap dann angezeigt wird. Und das ist schon wieder ein Tempel. Ein Tempel, aus dem sind wir rausgekommen. Hast du erkannt, ich nicht. Da war ich dann noch nicht. Ja, gehen wir mal hier weiter. Da haben wir eine Herberge. Effert's Trunk. Also kannst auch immer die Karte auch aufmachen, dann ein bisschen Orientierung zu behalten. Das Grüne kenne ich noch nicht. Das Grüne ist, glaube ich, ein Schmied, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gehe ich erstmal da gucken. Ah, das ist ein Heiler. Noro Mystico. Den brauchen wir hoffentlich nicht so schnell. Nette Bilder. Kann Wunden, Krankheiten und Gift heilen. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt rechts. Moment. Scheiße, jetzt habe ich ihn zu oft gedreht. Jetzt habe ich vergessen, wo ich herkam. Guck am besten nochmal auf die Karte. Ja, das ist am Anfang ziemlich. Ich finde das total schwierig, da die Orientierung zu behalten. Also direkt jetzt irgendwie. Ja, kannst du einfach mal nördlich gehen. Da ist der, oder? Ein Schild an der schweren Eichentür verkündet: Botschaft des neuen Reiches wegen Umzuges geschlossen. Ein Posten vor der Tür beäugt euch argwöhnlich. Na gut. Das war dann nicht der Schmied. Ja, okay. Ah ja. Huch, hallo. Schmied. Guten Björnsson. Ja, den brauchen wir, wenn uns Waffen zerbrechen. Okay. Können wir trotzdem Hi sagen oder so? Ja. Es dröhnt in der Schmiede, dass euch die Ohren schmerzen. Der Lärm verstummt jedoch, als der Handwerker euch bemerkt. Ohne erkennbare Hast legt er seinen riesigen Hammer neben sich auf einen Tisch und wendet sich euch zu. Ja, bitte? Nur ein Tier kann sich ja wohlfühlen. Welch ein Bild von einem Mann, oh ja. Wahrlich, ein Beruf für die Herzen der Harten. Der Mann grinst schweigend und spannt seine Muskeln an. Das ist ja niedlich. Seid ihr Handwerker oder steht ihr modern? Oh Gott. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so empfehlenswert, den zu beleidigen. Seht ihr, so muss ein Handwerker aussehen. Großartig, einfach großartig. Auf euch hören die Leute bestimmt. Die einfachen Freuden schlichter Menschen. Großartig. Ihr wünscht also, okay. Aber wir wünschen eigentlich nichts. Ja, ich denke, das ist auch da
manchmal passieren kann, dass man halt einen Hinweis bekommt. Okay.